Heute haben wir uns ein kleines Special für euch überlegt und zwar Marco ist nicht da, das heißt ich als Einkäufer kann euch heute mal erzählen, bei welchen Uhren ich richtig daneben gefasst habe, was die Konsequenzen daraus waren und so ein bisschen die Hall of Shame, die ich euch heute erzählen werde. Liebe Leute, und bevor das Video losgeht, heute kein Aufruf, dem Kanal zu folgen oder zu kommentieren, sondern ein Aufruf für den guten Zweck. Ihr seht das T-Shirt, was ich anhab, Need Money for Watches, ist ein Charity-Projekt, das wir ins Leben gerufen haben. Ihr könnt Tassen und T-Shirts mit diesem Aufdruck bei uns im Shop kaufen. Die Erlöse werden zu 100% gespendet und an welche Organisation das Ganze gespendet wird, entscheidet ihr als Community. Das wird kurz vor Weihnachten bei uns dann in der Instagram-Story abgestimmt. Ihr könnt uns da auch gerne Input liefern, an wen wir das Geld spenden sollen. Von dem her, macht mit, tut was Gutes, habt ein bisschen Spaß dabei und jetzt geht's los mit dem Video. Und wenn wir schon von Hall of Shame reden heute, man sagt ja immer so schön, die erste Rolex vergisst man nie. Ja, auch als Einkäufer vergisst man nie die erste Rolex, auf die man Verlust geschluckt hat. Und es hört sich jetzt komisch an, weil viele sagen, ey, wie kannst du auf eine Rolex Verlust schlucken? Und es ist halt irgendwie auch lustig, dass Rolex unsere erste Uhr war, auf die wir Verlust geschluckt haben, weil wir haben wirklich den wildesten Scheiß gemacht, als wir angefangen haben mit der Branche. Wir wollten ja auch nie professionell handeln. Wir haben einfach gekauft, was wir cool fanden, selber tragen wollten. Und da ist halt ein wirklich buntes Portfolio zusammengekommen. Und die erste Uhr, auf die wir jemals Verlust geschluckt haben in der Firma, die ich auch zu verantworten habe und die mir für immer wahrscheinlich im Kopf hängen bleibt, ist eine Rolex Air King 5500. Eigentlich eine wunderschöne Uhr. Die Uhr hatte auch überhaupt kein Problem, außer dass wir zwei Dinge nicht wussten damals. Das war wirklich voll zu unserer Startzeit. A, es gibt in dieser Branche ein Sommerloch. Wir waren damals ja noch nicht in der Branche, aber wir wollten die Uhr halt dann irgendwann verkaufen. Und es hat sich kein Mensch drauf gemeldet. Und wir haben halt dann überlegt, ja, liegt es dann, weil die einfach 34 mm hat und das ist jetzt nicht das mega beliebteste. Liegt es dann, weil irgendwas anderes nicht stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Papiere hatte oder nicht. Und wir haben einfach dann so lange gerätselt, waren mega ungeduldig und haben diese Uhr dann am Ende des Tages für Verlust verkauft. Ich glaube, 300-400 € Verlust hat die Uhr gemacht. Und es war zu damaligen Zeiten, dadurch, dass es halt kein Geschäft war, wir nicht wirklich viele Uhren hatten, hat es wirklich mega wehgetan. Tut heute auch noch weh, keine Frage, aber damals waren wir es einfach noch nicht gewohnt. Und das zum Beispiel, oder ärgere ich mich auch drüber, weil hätten wir die wahrscheinlich 3-4 Wochen einfach länger gehalten, hätten wir die Uhr zu einer Nullnummer verkaufen können und sie wäre nicht quasi als die erste Rolex mit Verlust in meine History reingegangen. Klar, man lernt aus seinen Fehlern, aber man darf niemals, sage ich mal, zu vorsichtig werden. Wir haben seit dieser Zeit auch wieder regelmäßig 5500 gemacht. Es ist eine super geile Uhr, vor allem für Einsteiger. 34 mm ist eine Größe, die sehr vielen wirklich passt ans Handgelenk. Es muss nicht immer 36 mm sein. Manchmal verlierst du, manchmal gewinnst du. Als Händler musst du natürlich immer schauen, dass du öfter gewinnst, als du verlierst. Aber verlieren gehört einfach dazu. Und wenn wir schon beim Verlieren von Geld sind, dann kommen wir von der Uhr, die als erstes Geld verloren hat, zu der Uhr, die am meisten Geld verloren hat bei uns. Wie viel Geld kann man verlieren in der Branche und wie läuft es ab? Warum verliert man was dran? Wir haben tatsächlich eine AP Royal Oak 37 mm 15-450 mit grauem Blatt gehabt. Und diese Uhr ist bis heute die Uhr, die am meisten Verlust in unserer Firma generiert hat, und zwar minus 10.000 €. Mittlerweile kann ich ein bisschen drüber schmunzeln, weil es schon so lange her ist. Tief im Herzen tut es immer noch weh. Die Uhr ist halt einfach super geil. Also 37 mm, Royal Oak, graues Blatt, Full Set war die auch. Mega geil. Was waren jetzt aber Gründe, dass wir Verlust geschluckt haben? Grund Nummer 1, zu wenig Erfahrung. Du kannst halt eine AP nicht mit der gleichen Margenberechnung ankaufen wie eine 5000 € Uhr, sondern du musst dir einfach mehr Raum reinrechnen, weil du hast höhere Shippingkosten, du hast mehr Risiko. Die Versicherung quasi, der Versicherungswert ist einfach auch höher. Und die Kunden, die solche Uhren kaufen, die kennen den Markt mega, mega, mega genau und wissen auch, dass es immer was zu verhandeln gibt in der Branche. Und als wir die Uhr quasi damals hatten, wir waren natürlich mega stolz drauf, Royal Oak, super geil. Wussten wir einfach auch noch nicht, dass die größeren Royal Oak Modelle so einen Ticken besser sich verkaufen als die 37 mm. Was ich, by the way, bis heute nicht verstehe. Ich finde persönlich die Proportionen bei der 37 mm schöner. Aber sei es drum. Und dann war es eben so, dass natürlich bei den Uhren für verschiedene Zifferblattfarben verschiedene Aufpreise gezahlt werden. Ihr wisst selber, ein blaues Blatt geht im Normalfall immer höher als ein weißes Blatt. Dasselbe gilt auch für ein graues Blatt. Die Frage für uns war damals natürlich, wie viel teurer geht denn ein graues Blatt gegenüber einem weißen Blatt? Und da haben wir uns halt verzockt. Wir haben ein bisschen die Chronopreise angeguckt und ihr wisst ja, Chronopreise, Inseratspreis ist nicht Verkaufspreis.
Und haben uns gedacht, naja, so 4.000, 5.000 Euro wird vielleicht jemand bereit sein zu zahlen für das graue Blatt im Vergleich zum weißen. Und wir haben gelernt, nada. Wir haben keinen gefunden, waren dann auch einfach zu lange zu hoch gepriced. Ja, und dann ist es passiert, der Markt ist gerutscht. Und wenn der Markt rutscht, vor allem bei Hype-Modellen, dann ist es einfach so, dass das nicht so wirklich Spaß macht, weil da kann man sich die Finger verbrennen. Und in diesem Fall haben wir uns die Finger verbrannt, minus 10.000 Euro. Hat mega weh getan. Ich weiß noch das Telefonat, wo wir nicht so richtig wussten, sollen wir uns freuen, dass wir sie verkaufen konnten und jetzt wieder mit dem Geld arbeiten können. Sollen wir weinen, weil wir 10.000 Euro platt gemacht haben und das Unmengen an Geld sind. Und wir haben damals halt auch gesagt, okay, weißt du was, es ist, wie es ist, wir können es nicht ändern, wir müssen verkaufen als Händler, wir müssen das Geld freimachen, damit wir weiterarbeiten können. Lass uns das Geld nehmen, lass uns wieder Uhren kaufen und lass uns pushen, damit wir den Verlust wieder reinholen. Und ja, dann hat man halt angefangen, dass man bei jeder Uhr, die man in Zukunft verkauft hat, gesagt hat, okay, wir starten bei minus 10.000, habe eine Uhr verkauft, 400 Euro verdient, nur noch minus 9.600. Ich kann euch eins sagen, 10.000 Euro reinzuarbeiten, extrem schwierig, extrem aufwendig, deswegen hat es umso mehr wehgetan. Aber wir haben natürlich auch sehr viel daraus gelernt. Und Leute, wie gesagt, nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir haben gerade wieder zum ersten Mal, seit wir den Verlust geschluckt haben, eine 15,450 im Shop. Neu ungetragen, weißes Blatt, diesmal kein graues Blatt. Meiner Meinung nach zu einem wirklichen Toppreis. Der Preis hat sich natürlich seither auch extrem stark korrigiert. Das heißt, ich finde, jetzt sind sie auch wieder in der Range, wo man die definitiv kaufen kann. Damals war schon der Markt sehr überhitzt, aber wir wollten halt auch ein bisschen mitspielen. Und wenn ihr Interesse an der 15,450 habt, schaut euch die im Shop auf jeden Fall mal an. Super geiles Teil. Und wenn wir gerade bei geilem Teil sind, dann kommt mir auch sofort eine Uhr, die ich persönlich super geil finde und die wir im Moment auch immer noch in Stock haben. Ich glaube, diese Uhr löst jetzt dann so die Uhr ab, die wir am längsten in Stock hatten. Und zwar handelt es sich hier um die Piaget Polo Skeleton. Und Leute, diese Uhr ist so geil, no joke. Ich habe die immer wieder dran, ich schaue die immer wieder an. Ich liebe diese Uhr, aber wir kriegen sie nicht verkauft. Ist aber auch das beste Beispiel dafür, dass Chronopreise nicht die Verkaufspreise sind oder generell die Inseratspreise. Wenn man das nämlich ausschaut, dann stellen wir seit über, ja, knapp ein Jahr, wie jetzt dann, die günstigste Piaget Polo Skeleton auf dem ganzen Markt weltweit und trotzdem hat sie bisher keiner gekauft. Was sehr schade ist, weil die Uhr super schön ist. Die Frage ist natürlich, was wird bei der Uhr passieren? Wann werden wir sie verkaufen? Werden wir sie verkaufen? Werden wir dafür was in Zahlung nehmen? Wie sieht es aus? Das heißt, wenn jemand eine Polo Skeleton S schon mal wollte, meldet euch bei uns. Wir sind offen für Gespräche, um alles zu machen. Uns ist bewusst, dass wir auch auf diese Uhr Verlust schlucken werden. Passiert immer wieder mal. Ihr seht, das gehört einfach zur Branche. Aber ich hätte die Uhr ganz gerne an dem Handgelenk von einem Sammler, der diese Uhr zu schätzen weiß. Es ist nämlich in meinen Augen eine der schönsten skelettierten Uhren, die es da draußen auf dem Markt gibt. Der Mikrorotor ist wunderschön, die Skelettierung ist wunderschön. Und eben mit Stahl und Lederband ist diese Uhr auch extrem vielseitig. Es ist jetzt das zweite Mal, dass wir uns wirklich schwer tun, eine skelettierte Uhr auch zu verkaufen. Wir hatten mal eine Cartier Santos Skeleton. Auch eine mega schöne Uhr. Ich finde nicht so schön skelettiert wie die Piaget, aber auch da hatten wir Probleme, die zu verkaufen. Da wurden wir erlöst als Händler, wir konnten die zu einer Nullnummer weitergeben, weil quasi ein anderer Händler einen Kunden drauf hatte und der die dann über uns bezogen hat, was mega cool war, weil wir sind so aus der Nummer rausgekommen. Der andere Kunde war happy und genauso muss es sein. Bei der Piaget Polo Skeleton warten wir momentan immer noch auf die Erlösung. Schaut euch auf der Website mal an. Wie gesagt, wir sind da offen für alles und ihr seht, es ist ganz normal in der Branche, dass man einfach auch mal Minus schlucken muss. Und weil mein Händlerherz jetzt einfach nicht mehr kann, nach so viel Verlusten und Fehlkäufen, die ich gemacht habe, ich hätte noch ein paar interessante Stories auf Lager. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare, dass wir noch den zweiten Teil raushauen sollen. Spoiler, der kommt sowieso. Wir haben euch gesagt, wir geben euch immer sehr transparente Einblicke in unseren Alltag. Und zum Alltag gehört eben auch, dass man sich mal verschätzt. Und heute habt ihr gesehen, dass man das auch echt heftig machen kann. Checkt auf der Website vorbei, um euch die Uhren anzusehen, die wir vielleicht noch haben. Aber vor allem auch wegen der Charity-Aktion. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, damit ihr Teil 2 nicht verpasst. Und wir sehen uns wieder nächsten Sonntag, 20 Uhr, genau hier auf dem Kanal. Yeah.